Ohne Witz, Alter. Ich freue mich ernst, Mann. Was? Ich freue mich richtig. Ich merke schon. Morgen ist echt gut drauf heute, Alter. Oh, was spielst du heute, Mann? Oh, morgen. Cosmo. Echt jetzt? Hast du zusammengekommen? Ja, Mann. Oh mein Gott. Das wird nur ein Teleport. Habt ihr den immer noch nicht gefunden? Das ist ja nichts, Alter. Teleport eh, wie Reprint alles, Mann. Oh. Was geht ab, Tati? Was machen wir jetzt? Ich schwör's dir, wir warten auf die neue Jungle auf Toilette bei Laura, Alter. Oh mein Gott. Dann fahren wir nach Köln, Mann. Wir fahren nach Köln, Mann. Es ist 11 Uhr, Alter. Ja, die 10. Oh mein Gott, Mann. Tati, die Floodgates kommen wieder. Oh mein Gott, ich schwör, ich gewinne es dir. Und dann flipp ich aus, Alter. CCG Grand Open. Cologne, wir sind am Start. Ja, Mann. Wir sind echt krank ohne Scheiß, Alter. Ja, Stuttgart. Servus, Mann. Ein geiles Turnier. Alter, nicht vorbereitet. Wir haben keine fertigen Decks oder teilweise kein Hotel gebucht. Na klar, haben wir Hotel gebucht. Wir fahren Freitagnacht, oder? So normalerweise fahren wir nur Freitag los und schlafen 2 Tage Hotel, das ist Mann. Das, ich schwör's, der Tod, Mann. Das ist die so beste geil, Voraussetzung, so um ein Turnier zu gewinnen. Ja, mal echt beste Voraussetzung. Hauptsache ich hab erste Runde frei los, Alter. Meinst du? Ich hab erste Runde frei los. Er hat erste Runde frei los. Ja, aber ich hab wegen Stuttgart, ja. Mann. Die auf diese Dinger getoppt haben, die kriegen erste Runde Freilos. Oh mein Gott, Mann. Kann ich mich noch ausruhen, Alter? Nee, Mann. Aufwärmen. 40 Minuten schlafen, Mann. Direkt. Ja, Mann, gleich im Auto. Aufwärmmatch, direkt ein Klatschen für Motivationsboost. Ja, Mann. Ich werde heute mal die Taktik von Hong nehmen und ohne Mathe spielen, Alter. Bin mal gespannt, ob meine Gegner mich dann ernst nehmen oder nicht, oder danach zerstöre ich sie, oder? Ich mach das echt so, den ersten Runden mach ich immer ohne Matte, oder? Nein, Mann, weißt du, was ich mir besorge? Und Deckboxer nehme ich irgendwas anderes, Mann. Besorg mir diese Monarchenmatte, die in der Ding ist, die in der Structure Deck ist. Na, Mann, ohne Matte am besten. Einfach nur mit Deck in der Hand, oder, gehst du zu einem Gegner, oder? Ist das Chong? Nein, Chong ist da oben, Mann. Ich glaub's nicht. Oh. Wird schon. Haben wir überhaupt einen Navi, Mann? Ja, von Logo. Alles noch organisiert. In alles, Minuten, sogar oder? Hotelzimmer, alles. Alles kein Ding, Mann. Deck, Hotelzimmer, alles Navi, noch, alles. Alles noch organisiert, Top Hotel, Mann. Will der hier? Fuck, Skill. Endlevel. Was ist das, eine Frau? Siehst du nicht, oder? Ich sehe sie jetzt auch nicht gesehen. Hab nur Schal gesehen. Muss noch mein Deck bauen. Hast du dein Deck, Tati? Bist du zufrieden? Alter. Echt jetzt? Ja, ich hab, wie spielst du es? Ich habe nicht getestet. Ich spiele es echt mit Tech. Ich spiele mit 2 Tech-Karten, oder? Sind das 2 Honest? Die muss ich mir aber auch überlegen, ob ich die spiele, weil ich weiß nicht, ob ich den Platz dafür habe. Was sind aber das für 2 Tech-Karten? Ja, die eine ist BLS auf jeden Fall. Bei der bleibe ich. Die kann ja immer gut, Mann. Echt krasse Karte. Und jetzt kommt. Und die andere ist Armageddon Knight. Oh mein Gott. Armageddon Knight. Habe ich mir auch überlegt, aber... Mit 6 Calls kann ich schon echt gut kommen, Alter. Und ich will halt dann mit Ding noch spielen, mit Allure. Ja. Weißt du, ich will halt mal... Also ich denke, das kann schon gut kommen. Ja, dann würde ich auch einen Shadow Dragon im Side haben. Gegen Eisenmauer. Zum Beispiel. Das ist eine gute Idee, Mann. Sehr gute Idee. Ich habe zwar keinen, aber ich... Jong hat bestimmt einen, Alter. Oder so einen Euro irgendwo. Das ist so der... Das waren so ein paar Ideen. Honest ist schwierig. Digga, Strike. Schau mal. Aber ich habe schon Bock auf, wenn ich überlege aber zwischen 2 und 3 Farmgirls, ja. Und da wäre Honest auf jeden Fall. Ja. Wäre echt gut, aber ich habe schon Angst vor Striken. Und sonst so? Cosmo Lineup, irgendwas Besonderes? Nichts Besonderes. Eine Wicked Witch noch? Eine Wicked Witch. Eine Good Witch. Keine Good Witch. Keine Good Witch. Keine Good Witch. Sword Trooper werde ich spielen. Bei dem weiß ich auch noch nicht, ob ich ihn einmal oder zweimal spiele. Zweimal. Ich finde den echt gut. Auf einmal doch. Ja, sagen wir mal so, man hat mit dem noch mehr Optionen. Ja, und man kann mit dem auch echt ein paar Sachen. Okay, ich sehe schon. 4 Leute, 4 verschiedene Cosmo-Builds. Ja, Mann, das wird echt krass. Und dann schauen wir mal, wer am besten da auf den kommt. Ich nehme mein Deck. Aber ich glaube bei einem Sword Trooper. Lobby 2 bis 3 Farm Girl, 1 Strawman, also 1 Forerunner. Wie gesagt, halt dann hier Destroyer und Sliprider auf 3, ist klar, Eclipse auf 1 und sonst eigentlich keine Monster. So wirklich. Also ich spiele jetzt kein Maxe oder kein Angel, gar nichts. Nix. Das spiele ich im Side. Ich überlege noch 3 Maxe, aber ich bin noch unschlüssig. Ja, das ist ich schon. Also es wäre gerade jetzt BA. BA ist.
Ich hab schon echt Angst vor BA, Mann. BA ist so. Ich eigentlich nicht, Mann. Doch, weil man hat gar nicht auf dem Schirm. Nein, doch, Mann. Nein, es geht nicht auf dem Schirm. Ich glaube, ernst viele spielen BA. Ja, aber es geht nicht auf dem Schirm haben, sondern es geht eigentlich darum, du musst wissen, wie du dagegen spielst, Alter. Und da ich ja ein Ex-BA-Spieler bin, oder? Weiß ich schon ganz genau, wie ich dagegen zu spielen habe. Was mich halt einfach ankotzt, ist Monarchen, oder? Ja, aber dagegen habe ich was im Side. Also ohne Spaß. Und Peter eigentlich habe ich keine Probleme, wobei die halt auch abgehen können. Ja, wenn die haben, dann haben die, wenn nicht, dann nicht. Cosmo Mirror Match ist halt auch so, mein Gott, wer halt besser zieht und wer Ding. Ich hoffe nur Cosmo Mirror Match für mich, Mann. Oh mein Gott, Mann! Ich fahre nach Hause, Mann, ohne Scheiß. Bist du bereit, John? Digga, wir fahren nach Köln und nicht auf eine Modenschau, Alter. Dann nach Mailand. Was los, Mann? Wir sind bereit? Ja, ich war bereit, Mann. Ich will nach Hause. Wie spielst du dein Deckhorn heute? Ich baue es noch auf der Fahrt. Ich hab paar Ideen habe ich. Aber ich muss noch schauen, alles nach Gefühl. Ja, dann musst du mal die Idee noch alles mal spontan, sagen, ja. Können wir mal drüber reden, Alter. Das machen wir sowieso noch. Alles im Auto. Wir vier fahren mit dieser geilen Karre nach Köln, Alter. Und alle vier spielen Cosmo, Mann. Was ist da los, ich glaub, Alter? Keiner Pepe, keiner irgendwas anderes. Vier Cosmo. Ja, weil wir keinen Plan von Pepe haben, Mann. Was? Weil wir keinen Plan von Pepe haben. Ja, okay. Er hat sich unter Kontrolle, Mann. Er hat's echt nicht unter Kontrolle. Der schlechteste Pepe-Spieler ever. Oh mein Gott, Alter, auf geht's, Jungs. Geht ab, John. Oh, bist du wach? Nein! Alter, du bist da. Bisschen Stopp! Ab Richtung Köln. Tati geht hinter dem Busch gerade pinkeln, Alter, wie so ein Neandertaler. Autoparty. Alex schläft. Ah, der kennt sich schon, Alter. Geil. So ein Unerfahrener. Yes, please! Ich bin endlich am Leiden, hör mal auf. Wir sind hier in Köln angekommen. Geht ab, Mann. Tati ist krass gefahren. Geht dich hier scheiße an. Da haben wir noch ein bisschen im Auto versucht zu schlafen, ja, soweit es geht. Keine Chance, Alter. Sind wir auf der Suche nach... Nach einer Toilette und nach einer Steckdose. So was. Es ist 7:30. Schauen wir mal, was abgeht hier. Immer noch auf der Suche nach einer Toilette. Wir haben ein Kino gefunden, also falls wir droppen, können wir gechillt einen Film anschauen. Also hier irgendwo muss schon sein. Am Medienpark 1 oder sowas. Im Medienpark 1. Der nimmt doch bei der 1 sein, oder? Wo ist die 1 hier? Das ist der 10. Das ist der 10. Wie ist der denn hinten bei 1? Wo ist der 1? Kein Stress, kein Stress. Ab, Jungs. Leidet ihr? Nein, Mann. Denke jetzt noch geiler. Ich habe sogar mein Deck komplett zusammenbekommen. Alles, sogar Side. Der Praktikant leidet. Das ist die Location hier. Bisschen. Bist du bereit, Tati? Bin zwar ein bisschen müde und so, aber mein Gott, scheißegal. Ich habe auch alle Karten zusammenbekommen. Ich spiele das Deck endlich mal so, wie ich es habe, wie ich will, auch mit dem Side-Deck. Diesmal habe ich alles. Wird schon, ich fühle mich gut. Alles klar. Ich hab deine Liste zu Ende, dann gehen wir ein bisschen spazieren, ja, checken die Location ab, zeigen euch mal, wie das hier aussieht. Was gab's als Teilnahmepreise? Ein Breakfast of Shadow Booster und zwei Packungen. Zwei Packungen Hüllen. Und Ultimate Guards. In Weiß, Alter. Supreme. Ich hab mir, wenn die noch von Ultimate Guards auch noch gesponsert haben. Ja, werden sie auch. Ich hab mir das VIP-Package gegönnt. Ja, Mann. Ja, Mann. Das aber den macht aber echt geil, Mann. Ja, jetzt merke ich auch gut, aber... Okay, so haben wir ja so. Er kriegt das letzte Package, oder? Richtig geil, Mann.
Machen wir jetzt auf oder nicht, Mann? Dann mach halt auf. Ja, okay, Alter. Leide doch nicht. Leide doch nicht, er leidet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, Mann. König Magician, Alter. Schade. Schade. Zeig ab, das ist echt. Schade! Shiganui, mach schneller! Ich hab nicht so viel Akku. Nein, nicht mal jetzt! Oh, der Ariadne! Nein, der Ariadne! Und jetzt kommt Homs Booster, Homs Booster, Alter! Stimmt, das krasseste, er so, ich gönn mir alles und ich gönn mir auch die krasseste Karte, Alter! Leider, nur Scheiße! Leider doch nicht! Oh Hang, was geht ab, Mann? Wie läuft dein Team? Mein Team läuft gut, Mann. Aber Organisation bisschen verspätet. Ja, aber ich glaube, kann die haben passieren bei der großen Teilnehmer. Nee, aber ich glaube, die haben es vielleicht ein bisschen verspätet, weil sie eh genug Zeit haben, weil es doch nicht so viele Spieler sind. Schau mal. Okay, ne? Aber trotzdem Top Location, schaut schon gut aus, Mann. Was ist euer Eindruck so bisher? Cool, oder? Geile Location. Ja, Mann. Coole echt Location, viel Platz. Eigentlich für geile Leute, geile Barkeeperin, ja, Mann. Was erwartet ihr vom Turnier? Seid ihr bereit? Ja, auf jeden Fall. Bereit schon. Ich hab Pan oder, aber ich bin ernst. Nein, meine Freunde. Wie lief erste Runde, Jungs? Ich hab frei los, Mann. Ist der Gegner einfach nicht erschienen. Zufällig hatten alle frei los, außer mir. Ja, Jock hat auch frei los, Mann. Ja, ich sag ja alle, außer mir halt. Ja, von morgen hat halt Gegner der Pippe, Dragon Pass 2-0 gegeben, Mann. GG easy. War schon schwer, Mann. Ich wusste wieder nicht, was die alle können. Weiß echt nicht, was ich negieren soll. Ich befinde mich echt auf der Messerschneide immer, Mann, gegen ja, Pepe. Du bist halt auch kein Spieler, Mann, aber du hast schon gut gespielt, das passt schon. Einfach lass einfach Zeit, Mann. Liest du die Karten durch und dann einfach zerstöre den Gegner. Wenn das Herz der Karten glaubt, ist das passiert. War schon gut. Cosmo läuft von alleine. Wie ist das Meta-Einschätzung so bei euch? Hier. Viel Pepe, viel Dracoplatz. Nein, also ich finde das Mitte allgemein sein Deck in Start. Ja, also man kann mit jedem Deck was reißen. Nicht allgemein, hier, jetzt, Mann. Ach, hier, jetzt? Mein Gott. Draco, was ich bis jetzt gesehen habe, Dracoplatz ist ernst für dich. Also ich habe viel Cosmo gesehen. Und viel Ding. Viele spielen mit Ariadne. Okay. Ich glaube, aus dem Ariadne. Ja. Und mit Scolding und halt Strike und so. Sollen die halt? Ich glaube, gar nicht mal so schlecht. Aber wir werden sehen. Wenn man mit Cosmo halbwegs normal zieht, eigentlich keine Probleme. Es gibt 6 Runden heute, glaube ich. Ja. Und morgen 2. Morgen 2, dann Top 16. Das heißt 7-1. Einmal verlieren. Müsste sein. Einmal verlieren geht und dann ist man Top 16. Aber wird schwer, aber... Top 16 ist echt schwer. Ist echt schwer. Also Top 2 wäre vielleicht besser gewesen. Top 16 ist echt schwer. Vielleicht schwer umzusetzen. Aber mein Gott. Wir sind hier um zu spielen. Runde 3, Tati, war dein Match. Hast du gewonnen? Mann, ja. Wie viel stehst du? Ich stehe 3-0 jetzt. 3-0, sehr gut. Ja, Mann. Gegen was hast du gewonnen jetzt? Dritte Gegen Runde. Draco Pels, Mann. Mit Ariadne-Bild. Also Ariadne-Bild halt. Schon. Nein, Mann. Was passiert, Alter? Alex. Ich habe auch gewonnen, stehe jetzt auch 3-0 die Tati. Mein letztes Game war jetzt gegen Merman. Merman? Ja. War es knapp oder hast du einfach so rasiert? Nee, ich war einfach 2-0. Ich war ganz schnell. Ich konnte noch was essen gehen, ganz entspannt, habe auch noch was mitgebracht und war echt kein Problem. Also ich habe gehört, Maxi ist echt eine gute Karte, sollte man spielen. Ich spiele sie im Side, aber. Und dann. Wie machen bei dir? Er ist gut. Kong hat gewonnen. Was war bei dir, John? Ich habe verloren gegen Draco Pals. Weiter will ich nicht darüber reden. Auf was? Bitte. Wieso? Scheiße. Erzähl mir deine Matchups. Wie war das Turnier für dich so?
Wie findest du das Spiel so? Was ist bloß daraus geworden, Mann? Nicht mehr, oder? Für alle, die es nicht wissen, er ist ex-deutscher Meister. Für alle, die es nicht wissen, er ist ex-deutscher Meister. Wie findest du das Turnier? Ja, Leute. Das Turnier an sich echt geil. Die Location habt ihr echt gut ausgesucht. Schaut es euch auf. 1A Qualität! Echt geile Location. Große Tische haben wir, echt bequeme Spiele. Man hat viel Platz zum Spielen. Die Location ist echt geil. Du hast doch den Flyer. London oder so. Wie stehst du, Tati? Ich steh 2-1, Mann. 4-1, Alter. 4-1. Wie viele Runden gibt's? Noch einen. Jetzt, morgen noch zwei. Nein, heute sind 6. 4-1. Was ist los, Tati? Letzte Runde, Mann, für heute. Ich hab gewonnen, steht 2-1. Gegen wen hast du gewonnen? Gegen deinen Gegner von der ersten Runde. Gegen einen Greco Pell. Das hat er zweimal von TBT Cosmo kassiert. Richtig, Alter, richtig hart. Mein Gott, kann passieren beim Turnier, Alter, wenn TBT am Start ist, Alter. Du stehst 2-1, oder? Ich steh 2-1. Du stehst auch 2-1 jetzt? Ich steh auch 2-1. Ich hab die letzte Runde aber verloren gegen Monax. Leider. Also morgen noch 2 Runden gewinnen, dann tops. Ansonsten leiden. Egal. Wir sind gut weitergekommen, Alter. Wir sind gut drauf. Obwohl ich jetzt müde bin. Ja, also Chong ist auch noch mit dabei, er spielt so zum Style, zum Spaß. Mein Gott, was ist los, die Getränke? Ich bin 3-3. Ich hab schon lange gedroppt, aber hol mir jede Runde ein Vitaminwasser. Ich bin ernst fertig, Mann, ohne Witz. Ohne Witz, heute war heute für mich. It's time to break! Aber ich muss sagen, Alter, der Tag war echt cool, Alter. Ich hätte nie gedacht, dass es echt lustig ist, Mann. Wobei, jetzt gerade Sushi war schon okay, aber war eine Enttäuschung. War jetzt nicht so großartig, oder? Ja. Immer dasselbe. Ja, aber wir sind satt geworden, glaube ich. Naja. Der Tag hat doch schon geil. Wir sind gerade im unserem. Ja. Wir versuchen gerade einzuchecken. Okay, nochmal, wir sind gerade im Hotel angekommen. Wie war euer Tag so? Ganz geil. Ohne ein gewisses Team auszuschalten. Ja, war echt schon. Auf jeden Fall war echt cooler Tag, Mann. Aber ich bin echt müde. Und Hattest du Spaß, Tati? Ja, war echt Spaß, Mann. Ich hatte auch Turnier nicht gut, Mann. Wir waren jetzt auch noch lecker essen. War es lecker. Okay, ja, Sushi war schon okay. Also ich fand's echt gut. Ich war richtig enttäuscht. Ja, es hat schon gepasst, Mann. Für das, ich denke mal, für Köln und so war das schon ganz gut. Und klar, hätte noch ein paar Sachen, hätten auch dran gefehlt, aber... Genau wie beim Turnier, oder? Bitte? Genau wie beim Turnier, oder? Ein paar Kleinigkeiten, um... Ja, ein paar Kleinigkeiten. Perfekt zu machen. Das war schon cool, ja. Ich habe gehört, du hast neue Freunde kennengelernt. Ja, Mann. Hier grüße ich mein eventuell neues Team nach Spanien. Die sind echt cool, Alter. Ich hab Team... Wie heißt du? Wie United Pro Gamers. United Pro Gamers habe ich 2 heute im Turnier besiegt, Mann. Checkt sie ab, Jungs. Oh mein Gott. Auf jeden Fall, ja, nette Leute auch. Ich hab 0 Batterie, ich hab noch nie mit 0 Batterie gedreht. Hast du 0 Batterie, was? Ja, man, nicht mal einen Strich. Egal, läuft immer noch, Mann. Ja, man, wir drehen bis es... John versucht hier irgendwie einzuchecken. Ich glaub, dann... Ja, dann mach doch nochmal. Jetzt wird erstmal geschlafen und dann geht's morgen weiter. Ja, ich bin draußen, ich versuch ein paar Videos zu drehen und noch ein bisschen Vitaminwasser zu trinken. Um zumindest Plus zu machen mit dem Vitaminwasser. Nein, Mann, wir haben das schon ein Video. Nein, die springen. Gib doch nochmal die Nummer ein. Hab ich doch mal hin. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt wie es ist.